Schönen Freitagabend beim Mürztal aktuell. Brettspiele wie Mensch ärgere dich nicht oder DKT sind in Österreich seit Jahrzehnten bei Jung und Alt beliebt. In den letzten Jahren wird aber auch das chinesische Brettspiel Mahjong immer populärer. Im Weidental finden vom 26. bis 28. Juli die 8. Austrian Mahjong Open statt und das mit internationaler Beteiligung. Das Jugend- und Familiengästehaus im Brucker Weidental ist vom 26. bis 28. Juli Austragungsort der 8. Austrian Mahjong Open. Insgesamt 52 Spieler aus Österreich, Ungarn, Italien, Deutschland, den Niederlanden und Russland spielen dabei um den Sieg, der auch zum österreichisch-ungarischen Sissi Cup zählt. Daneben wird auch noch der Gourmet Cup zwischen Österreich und Italien ausgespielt. Mahjong ist ursprünglich ein chinesisches Brettspiel. Ernest Glaser will dieses Spiel auch in unseren Breiten etablieren. Am Madarek zum Beispiel, da habe ich eigentlich das gelernt. Durch Bekannte, Verwandte, die haben das Spiel in Bartholomä in Baden gesehen, wo es gespielt wird. Und ja, das fasziniert dann so, dass man das halt dann irgendwie weiterspielt, spielt. Es fasziniert, wie funktioniert Mahjong jetzt eigentlich? Ich vergleiche es immer, wenn mich jemand fragt, chinesisches Jolly. Das heißt, viele sagen, das kenne ich, am Computer gibt es und so. Ja, das ist bärchenweise runternehmen. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir spielen. Wir spielen es zu viert und wie Jolly, wie Römi, wie Kanastern. Das heißt, man muss von 13 Steine muss man ein Spielbild bilden und der, was das fertig hat als Erster und mit dem 14. Stein fertig macht praktisch, das ist dann der Sieger. Ist Mahjong jetzt in China sehr populär? Ja, China ist es sogar eine anerkannte Sportart und da spielt das kleine Kind bis zum Urgroßvater und Opa und alles Mögliche. Tag und Nacht wird gespielt und das ist halt das Interessante, dass es doch bei uns auch gewisse Leute gibt, die das spielen. Wie schaut es mit dem Club hier in Bruck an der Mur aus? Gibt es da eigentlich viele Mitglieder schon? Naja, es können ruhig mehr sein. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf der Suche nach Kindern genauso wie Erwachsene. Und durch den Brucker Ferienpass, wo ich erstmalig vertreten bin, habe ich jetzt in zwei Sitzungen, also bei zwei Terminen, 12 Kinder gehabt. Dani ist natürlich dann wiedergekommen, weil ihm hat es ja Spaß gemacht und so, aber ich hoffe, es werden noch mehr. Bei so viel Engagement ist für den Nachwuchs im Brucker Mahjong-Team bestimmt gesorgt. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Gerade jetzt zieht es auch die Obersteirer in den wohlverdienten Sommerurlaub. Neben Sommersonne, Sonnenschein sollte man aber auch darauf achten, sich keine Urlaubskrankheiten einzufangen. Wir haben zusammengefasst, worauf Sie beim Trip in den Süden achten müssen. Es gibt sie, die typischen Reisekrankheiten, die gerne vom Urlaub mit nach Hause geschleppt werden. Angefangen vom unliebsamen Durchfall bis hin zu Hepatitis, Denguefieber oder Malaria. Doch mit welchen Krankheiten hat man als Urlauber am häufigsten zu kämpfen? Ja, in erster Linie kommen die Patienten natürlich mit Reisediarrhoe zurück und was zurzeit auch weit verbreitet ist, was allerdings auch bei uns vorkommt aufgrund der großen Hitze jetzt, sind die Entzündungen des äußeren Gehörgangs, vor allem bei Kindern, wenn sie in den Hotelpools tauchen und schwimmen, das Wasser nicht gut gewartet oder nicht ausreichend gewechselt wird. Das sind eigentlich die Haupterkrankungen, die aus dem Urlaub mit nach Hause gebracht werden. Wie schaut es aus mit schwereren Krankheiten wie Hepatitis oder auch Malaria? Dazu ist zu sagen, dass prinzipiell, wenn man weitere Reisen plant, wäre es ganz gut, wenn man vorher seinen Impfpass beim Hausarzt kontrollieren lässt, wenn man durchschaut, ob alle Impfungen vorhanden sind für Fernreisen und eventuell dann auch das abgleicht, ob spezielle Impfungen für das geplante Reiseziel erforderlich sind. Ja, da muss man sehr individuell vorgehen. Es hängt davon ab, ob man eine Reise als Individualtourist mit Rucksack plant oder ob man in einer Gruppe reist und in besseren Hotels absteigt oder ob man gar auf einer Schiffsreise ist, wo man medizinisch ja sowieso normalerweise top betreut ist. Also das hängt dann immer sehr stark vom Einzelfall ab. Prinzipiell sollten eben die normalen Impfungen sowieso vorhanden sein, so wie eben für Fernreisen eigentlich unbedingt auch Hepatitis A und B, eventuell eine Typhusimpfung. Für manche Länder ist eine Gelbfieberimpfung gefordert, aber das hängt, wie gesagt, immer vom Einzelfall dann ab.
Was sollte jetzt in einer typischen Reiseapotheke drinnen sein? Also ich rate meine Patienten immer zur Mitnahme vor allem eines Schmerzmittel und fiebersenkenden Mittels, welches gut vertragen wird. Ansonsten ganz günstig sind reinigende Ohrentropfen, zum Beispiel Nomison-Ohrentropfen, wenn man eben einen Badeaufenthalt plant, eventuell Nasentropfen für diverse Verkühlungen. Gegen Durchfall sollte man was in die Reiseapotheke tun und eventuell ein kleines Verbandszeug für kleine Verletzungen. Sonst gibt es in den größeren Hotelanlagen und Clubanlagen meistens Hotelärzte, die dann auch Medikamente zur Verfügung haben, die es bei uns gar nicht gibt. Kennt jeder Ägyptenreisende zum Beispiel die Wunderpille gegen den dort auftretenden Durchfall. Also das sind Medikamentenkombinationen, die bei uns so überhaupt nicht im Handel erhältlich sind und die dann natürlich sehr gut gegen die dortigen Keime wirken. Also nicht auf die Reiseapotheke vergessen und am besten schon vorher informieren, ob und vor allem welche Impfungen für Ihre Urlaubsdestination ratsam sind. Vor nunmehr 3,5 Jahren wurde der Verein Stiebis Hundeparadies in St. Lorenzen im Mürztal gegründet. Der Verein hat sich dem Auslandstierschutz verschrieben und konnte in seinem jungen Bestehen bereits 400 Hunden ein neues und hoffentlich besseres Leben ermöglichen. Begonnen hat alles mit dem Wunsch nach einem Zweithund. Seit 3,5 Jahren betreiben Sandra und Markus Stiebi nunmehr den Verein Stiebis Hundeparadies in St. Lorenzen im Mürztal. Das Ehepaar hat sich vor allem dem Auslandstierschutz verschrieben. Auslandstierschutz ist ein ganz wichtiges Thema, weil man leider über die Landesgrenzen hinaus sieht, wie traurig die Hunde in diesen Ländern gehalten werden, wie enorm groß die Problematik im Land noch ist. Ja. Und wir haben halt als uns zur Berufung genommen, zu achten, dass das besser wird in Summe und dass man hier nicht nur Hunde quasi aus dem Ausland mitnimmt, sondern vor Ort auch Hilfe leistet mit Kastrationsprojekten, mit Aufklärungsarbeit, damit ein Umdenken auch im Ausland passiert. Kastrationsprojekte und auch ein Umdenken im Ausland ist ja ganz besonders wichtig, denn ich denke, die Tierheime im Ausland, die quellen ja über. Sie quillen absolut über. Es gibt massenhafte Tötungsstationen nach wie vor. Es gibt Auffangstationen, wo zwar zahlreiche Vereine versuchen, vor Ort Hilfe zu leisten. Nur leider Gottes haben die Bürger im Land noch nicht verstanden, wie man mit Tieren umgeht und dass es nicht das Wichtigste ist, einen Hund anzuschaffen und dann ihm wieder die Freiheit zu schenken, sondern einen Hund, wenn man ihn schon nimmt, ja, nachhaltig zu nehmen und ihn auch natürlich kastrieren zu lassen, dass die Population nicht enorm steigt. Was sind eure Ziele für die Zukunft? Ja, wir möchten in erster Linie versuchen, im Ausland weiter voranzutreiben. Das bedingt durch Kastrationsprojekte sehr, sehr viel im Land passiert. Wir haben heuer den ersten Frühling mit unseren Tierfreunden in Bulgarien erleben dürfen, wo sehr wenige Welpen zur Welt gekommen sind. Es wurden in den letzten 3,5 Jahren 5.000 Tiere kastriert, allein in der Stadt Sofia, durch unseren befreundeten Verein. Und unser Ziel persönlich ist es, dass Tierschutz vorangetrieben wird und ein Umdenken in den Köpfen der Menschen in erster Linie passiert. Wer nicht nur spenden, sondern auch aktiv helfen möchte, der kann auch ehrenamtlicher Gassigänger werden und die Hunde auf ihrem Weg in ein neues und hoffentlich besseres Leben ein Stück begleiten. Der Hochsommer hat uns fest im Griff und hat uns auch heute im Mürztal Werte um die 30 Grad beschert. Am kommenden Wochenende wird es aber sogar noch heißer. Bereits am Samstag heißt es aufstehen bei Werten zwischen 14 und 20 Grad. Im Laufe des Tages erwarten wir 28 bis 36 Grad. Subtropikluft sorgt dann am Sonntag für sonniges und noch heißeres Wetter. Nach Frühtemperaturen zwischen 17 und 22 Grad erreichen die Spitzenwerte am späten Nachmittag 31 bis sogar 38 Grad. Also am besten sich schon zeitig Schattenplätze im Freibad oder am Badesee sichern und vor allem viel trinken. Mit diesen heißen Aussichten entlasse ich Sie ins Wochenende. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend.